in Bezug auf die Blockade. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Bierlein. Es folgt Herr Kollege Stadler. Herr Präsident, ich habe für diese Entschließung gestimmt, wenn sie mir auch nicht weit genug geht. Und daher möchte ich das anmerken. Zunächst einmal bin ich der Meinung, dass wir die 600 Millionen, die die Europäische Union jährlich in die Region als Unterstützungszahlungen leistet, in Zukunft an Bedingungen knüpfen sollten, und zwar für beide Seiten. All das, was bisher gesagt wurde, gilt natürlich jeweils für beide Seiten gleichermaßen. Und das Zweite ist, man sollte Israel klarmachen, dass man auf Dauer, und das zeigt das Beispiel der gescheiterten DDR, auf Dauer kann man nicht Millionen Menschen hinter meterhohen Mauern und hinter Stacheldraht einsperren. Das geht nicht. Und man muss schlicht und einfach auch einen Partner in ein Gespräch einbeziehen, auch wenn einem dieser Partner nicht passt. Ich denke etwa, dass man auch mit der Hamas über kurz oder lang einfach reden wird müssen. Da hat Österreich eine große Tradition. Ich erinnere daran, wie Österreich und Kreisky kritisiert wurde, als wir mit Arafat und der Fatah gesprochen haben. Es hat sich nachher als richtig herausgestellt und hat sogar in einen Friedensnobelpreis gemündet. Das Gleiche müsste auch heute wieder gelten. Vielen Dank, Herr Kollege Stadler. Es folgt Frau Kollegin Sabowska. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich freue mich sehr, dass wir in der Lage waren, eine ausgewogene Entschließung zum Gazastreifen zu verabschieden.